Hallo und herzlich willkommen zum ersten Favoritenvideo in diesem Jahr. Und ich habe euch wieder Favoriten aus vielen Bereichen mitgebracht. Food findet ja auf meinem anderen Kanal statt. Da würde ich demnächst einfach auch mal wieder ein Video machen, also ein extra Video. Das findet ihr, wie gesagt, auf meinem anderen Kanal. Ich würde aber wie gewohnt einfach mal mit einer Serie anfangen, die ich richtig geil fand. Und das ist Daisy Jones and the Sixth. Ich habe das gefeiert. Es sind immer 2 Folgen, glaube ich, rausgekommen. Ja. Irgendwann habe ich das bei Amazon einfach gesehen und dachte mir so, ha, vielleicht mag ich das. Ich habe so ein bisschen, war noch ein bisschen kritisch so am Anfang, aber dann habe ich das echt weggesuchtet. Das erzählt so ein bisschen die Geschichte von einer fiktiven Band, die auf einmal berühmt geworden ist. Also als dann Daisy mit ins Boot gekommen ist, dann sind sie dann richtig berühmt gewesen. Und das Ganze ist so ein bisschen an Fleetwood Mac angelehnt. Und ich kann es einfach nur empfehlen. Es sind jetzt alle Folgen draußen. Falls du das noch nicht angeguckt hast, kannst du durchbingen. Es ist richtig cool. Nächste Serie Carnival Row ist wieder weitergegangen. Also die 3. Staffel. Und ich finde Carnival Row so gut, weil das uns so ein bisschen aufzeigt, wie wir mit fremden Menschen umgehen. Vielleicht im Alltagsrassismus, vielleicht aber auch unbewusst. Alltagsrassismus ist ja meistens immer so ein bisschen unbewusst. Und ich bin jemand, ich kann das gar nicht leiden. Und Carnival Row zeigt das so ein bisschen auf spielerische Art und Weise auf. Um was geht's in der Serie? Hauptfiguren ist, wie heißt die, Cara Delevingne und Orlando Bloom. Die haben beide die Serie, glaube ich, auch mitproduziert oder so, habe ich gesehen. Und es geht zum einen um Menschen und zum anderen um Feenwesen, also so Mischwesen. Und die werden in ein Gebiet gedrängt, die sogenannte Carnival Row, wo sie halt leben müssen, eingezäunt leben müssen. Das sind meistens Arbeiter, minderwertig werden sie behandelt. Und wie gesagt, also ich finde es faszinierend, wie man auf spielerische Art und Weise so ein bisschen aufzeigen kann. Und ich habe es geliebt. Ich habe die anderen Staffeln auch geliebt. Ich glaube, das war jetzt die 3. Staffel. Ich habe auch alles schön durchgesuchtet wieder. Kann es einfach auch empfehlen. Ist auch eine Amazon Prime Serie. Was ich schon länger nicht mehr vorgestellt habe, ist eine App. Und wie ihr ja seht, mache ich auch Kurzvideos und ich schneide meine Kurzvideos übers Handy mit U-Cut. Habe aber jetzt gesehen, U-Cut gibt es auch für den Computer. Ich weiß nicht, wie die kostenlose Version ist, keine Ahnung. Ich habe ein anderes Schnittprogramm, aber U-Cut finde ich gar nicht schlecht auf dem Handy, wenn man mal so ein kurzes Shorts raushauen möchte oder Reel. Reel heißt zwar Instagram, ich bringe es immer noch durcheinander. Und da kann man so ein paar ganz nette Effekte einbauen und kriegt die sogar kostenlos. Also du brauchst nicht die Pro-Version, sondern du kannst es durchweg auch mit der kostenlosen, ja, mit Werbung finanzierten Version machen. Also ich mag das echt gerne. Meine Lieblingsschuhe der letzten Zeit. Meine Docs. Und der Fachmann weiß, wenn er das jetzt sieht, das sind Lederschuhe. Ich muss jedes Mal aufs Neue, jetzt ist meine Tasche wieder kaputt, sagen, ich habe halt mit Kunstleder schlechte Erfahrungen. Und ich war halt der Meinung, dass ich, das sind gebrauchte Schuhe, die sind nicht neu. Ich kaufe Leder nicht neu. Dass ich mir sowas gebraucht kaufe und dann halt auch wirklich trage. Klar, es wird komisch, wenn ich mir jetzt das 3., 4., 5. Paar zulege. Mir reicht ein Paar und ich habe für die echt auch schon Komplimente gekriegt, weil es halt nicht die typischen schwarzen sind, sondern weil sie halt so, das ist kein Rose Gold, sondern das ist mehr so Kupferfarben. Das findest du ja auch nicht so mega oft. Man bekommt die Schuhe unwahrscheinlich easy gebraucht, gerade bei Momox Fashion. Weil die sind schwierig zu tragen am Anfang. Die sind eine Katastrophe. Die tun
Füße weh. Mir taten auch die Füße weh. Und ich habe aber nicht aufgegeben und dann ging es irgendwann. Und jetzt sind wir so gut eingelaufen, jetzt ist das alles gar kein Thema mehr. Und ich habe die, glaube ich, für 120 Euro, was schon viel Geld ist. Ich habe früher 90 Mark für meine ersten Docs bezahlt. Das müsst ihr euch mal vorstellen, was da inzwischen passiert ist. Und ich weiß nicht, was neue kosten. 200 Euro? Keine Ahnung. Das muss ich mal überlegen. Und gebraucht kann ich einfach echt empfehlen, da mal nach Docs zu gucken. Das ist echt kein Ding. Und ich liebe sie. Ich liebe sie wirklich. Ich ziehe sie ununterbrochen gerade an. Ich hatte, glaube ich, noch nie ein Contra in diesen Videos dran. Ich zeige euch eine Version, wie man es nicht macht und eine Version, die super gut funktioniert. Balea Med, finde ich, ist eine super gute Marke, ne? Also auch das Waschstück ist toll. Aber Balea Med macht halt nicht alles richtig. Ja, also man muss bei der Balea Med Reihe noch eine Ultrasensitiv Reihe, da muss man noch so ein bisschen mehr die Augen aufmachen. Aber nur die Balea Med Reihe. Also ich hätte es jetzt nicht gedacht. Man denkt sich so, pH 5,5, das ist ja super und alles. Deswegen habe ich das auch genommen. Deswegen habe ich die Inhaltsstoffe auch nicht gecheckt, weil ich mir gedacht habe, die werden schon wissen. Aber dann habe ich mir am Anfang gleich mal unter den Armen die Haare wegrasiert und habe dann schön Deo drauf machen wollen. Also ich glaube, ich habe den Schmerz bis zu den Haarwurzeln gemerkt und dann so nacheinander gecheckt. Da ist Alkohol an, ich glaube schon erster Stelle. Alkohol, ja. Da ist schon Alkohol an erster Stelle enthalten und deswegen habe ich einen zweiten, den verwende ich natürlich schon auch direkt nach dem Sport meistens. Aber so für nach dem Rasieren, normalerweise, ich brauche keine zwei Deos. Isana kann ich nur empfehlen, die sensitive Variante, die ist beduftet natürlich, aber ich komme wunderbar damit zurecht. Hast du für wenig Geld bekommen. Ihr wisst ja, DM Rossmann und kann ich mir sogar vorstellen, dass ich mir den nochmal hole, wobei ich bei Deos gerne auch mal abwechsel. Das war eine Enttäuschung, wahrlich. Also ich bin mit Sanozon immer so ein bisschen im Kriegsfuß. Die funktionieren schon, aber jetzt zum Beispiel bei der hellblauen Variante von der, die rollt sich nicht vom Gesicht runter, sondern die blättert irgendwann ganz komisch ab, besonders so an den Haaren, wenn du da Creme reingekriegt hast. Und deswegen habe ich die blaue dann nicht mehr gekauft. Ich dachte aber eigentlich, die sei super ähnlich zu der anderen. Nö, die blättert bei mir gar nicht von der Haut runter. Die funktioniert für mich einwandfrei. Und das ist tatsächlich meine zukünftige Go-To-Sonnencreme, weil die ist sogar ein bisschen billiger. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Die gibt es auch wieder bei Rossmann und wie schon gesagt, bei Sonnencremes müsst ihr, oder allgemein bei Cremes, müsst ihr gucken, ob ihr die Geschichte vertragt, ob das mit eurer Pflege zusammenpasst, weil so Sachen können gerne auch mal runterrollen oder so. Die funktioniert bei mir, die fügt sich bei mir wunderbar in meine Routine rein und ich muss mich da auch gar nicht umdenken. Das hat eben eine richtig tolle Sache und ich habe die heute auch drauf und ich bin echt zufrieden. Das ist, die Haut ist kaum fettig, du hast nicht so ein Gefühl von, wenn es zu speckig ist nach der Sonnencreme, ich kann das nicht abwärmen, echt nicht. Und da ist die richtig, richtig gut. Lasst uns über dich hier reden. Da habe ich ein ganzes Video dazu gemacht. Das werde ich euch auf jeden Fall unterm i verlinken. Bei meinem Hauttyp funktioniert die einwandfrei. Klar, ich habe ein paar Regeln zu beachten, wie jetzt beispielsweise mein Hyaluron nicht drunter zu machen und zu gucken, dass halt meine Haut trocken ist. Aber ansonsten funktioniert die tatsächlich. Und ich finde halt den Pumpspender grandios, weil du drückst viermal drauf und hast genau die Menge, die du brauchst. Und nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass sich Unternehmen leichter tun würden, wenn sie nach Hauttypen den Sonnenschutz so ein bisschen rausbringen. Denn da kann ich
bei trockenen Häutchen kann ich verstehen, dass sie das Gefühl überhaupt nicht mögen, weil hier ist Tonerde mit drin und das mattiert halt schon so ein bisschen ab. Und jetzt die Verbindungen, ihr werdet auch denken, aha, du fandest das Serum doch gar nicht so gut. Das da und das da funktioniert für mich einwandfrei. Das heißt nicht, dass ich mir das da nochmal nachkaufen würde. Aber ich packe halt gern so Antioxidantien unter den Sonnenschutz und da geht es tatsächlich ganz gut klar. Wobei ich bei meinem Hauttyp halt einfach ein bisschen aufpassen muss, weil so öligen Sachen, die funktionieren bei mir nicht. Die Kombination das da und das da funktioniert übrigens nicht. Also das kann ich tatsächlich nur mit dem Kolibri-Sonnenschutz nehmen und bin ich ganz froh drüber, weil ich schon gedacht habe, so, oh, die öligen Serien, die brauchen bei dir immer ewig, bis sie leer sind. So, ich wollte es aber trotzdem ausprobieren, weil ich halt ein No-Fan bin und jetzt eh schon fast jedes Produkt getestet habe. Von dem her musste das halt einfach sein. Was waren eure Favoriten der letzten Zeit? Schreibt die gerne unten mal in die Kommentare. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben und hinterlass einen Kommentar. Ich sag danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!